Kommt rein und setzt euch ans Feuer. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Harzen und Freunde. Neues Episödchen von mir. Und wir machen jetzt... Oha. Sehr schön. Wir machen jetzt... Nochmal ein bisschen Schlachtfeld zusammen. So. Allgemein gibt es ab März ja ein paar Sachen zu machen hier. Erstmal Päckchen auf. Und Schlachtfeld war zuletzt, boah, Statistik, ich glaube, gar nicht so gut. Ich habe es jetzt nicht so erfolgreich im Kopf. Sechster Platz mit der Schweine. Vierter, siebter, fünfter. Ja. Mal gucken. Ah, wir haben auch schon wieder nach 19 Uhr knapp. 19 Uhr. So, was haben wir denn hier? Grab einen goldenen Diener aus. Jo. Komm, wir nehmen mal den. Long time no see, würde ich sagen. Und wir haben hier im Angebot. Ach, guck mal, ein Grauselhoch. Da hätte ich auch nochmal richtig Bock drauf. Drachen, Elementare, Nager, Piraten, Eber. Rein vom Gefühl her. Elementare oder Eber, aber ich weiß es noch nicht. Ja, der bringt mir gerade am meisten Value. Der wäre auch okay gewesen mit dem Coin, aber ja. Bereit, den Himmel zu beherrschen? Ja. Schön, euch wiederzusehen. Boah, da könnten wir uns auch einen zweiten holen. Wäre auch eine Überlegung wert. Ja, machen wir aber jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Ich glaube, einfrieren lohnt sich auch nicht. Also nicht dafür jetzt. Das ist Quatsch. Die Bananen. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das. Spare ich mir auch erstmal noch auf. Oh, komm, bitte den wenigstens. Jawohl! Ich meine, es ist eh egal, aber. Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. So, im nächsten Turn kriegen wir das hier. Kriegen wir einen Drachen? Boah, das hier könnte man natürlich auch machen, ne? Naga plus zwei Leben in Kombination mit den Bananen, die wir hier reingespült kriegen. Weil der braucht ja nur irgendeinen Zauber. Also generell finde ich die Schnecke gar nicht so gut, weil das gar nicht so hart skaliert. Kannst du halt nur pro Zug einmal machen, ne? Also der Knaller ist das jetzt nicht. Aber ich sag mal so, ich mache es einfach. Hier, zack. Nochmal hier und nochmal einmal würfeln. Und ja, es lohnt sich auch nicht einzufrieren. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist. Aber ich mache das jetzt wie folgt. Zumindest ist so der Plan.
jeden Turn spiele ich eine Banane auf die Schnecke und bums. Damit ich den Effekt maximal auskoste. Eure Diener sind so mächtig wie Drachen. Ach, guck mal, noch eine. Boah. Zwei zufällige Elementare erhalte zu Beginn. Das drei zufällige. Boah, das ist alles stark. Das sind alle drei, finde ich, sehr gut. Ich entscheide mich aber wieder für das, weil ich das einfach persönlich sehr schön finde. Könnten die zweite Schnecke nehmen, tatsächlich. Ja, oder? Ja, ich mache es jetzt mal. Sonderlich begeistert bin ich nicht. Dran, Freund. Oh, hier sind ein paar gute Sachen dabei, ne? Der, falls ich die Schweine mache. Die beiden für Drachen. Der ist auch nicht schlecht. Naja. Abwarten, abwarten. Oha. Der hat ein starkes Board. Oh ja. Das könnte. Uiuiuiui. Richtig Pech gehabt mit der Traderei. Das hätte auch für mich, ehrlicherweise, hätte das besser aussehen können. Boah, sorry, ey, meine Nachbarn, die sind extrem laut. Ich hoffe, man hört das nicht. Update. Ich erweitere eure Dienerauswahl. Ui. Falls ich die Schweine mache, jetzt wäre der Zeitpunkt, ne? Jetzt wäre der Zeitpunkt. Die beiden. Oder der. Oh, es ist nicht einfach, Leute. Warte mal, der braucht noch zwei. Pass auf, ich mache das so, so, so und so. Euer Plan geht auf. Ei, 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 ei. Ja, okay. Das sieht gar nicht gut aus. Uiuiuiui, ich hab's befürchtet. Richtig, richtig bad. Really, really bad. Okay. Vielleicht Diener im Gasthaus in diesem Spiel plus 1 plus 2. Ja, was machen Sachen?
Naja, es läuft schon wieder nicht. Das ist wieder so eine Runde, wo ich froh sein kann, Top 4. Top 4 zu kriegen, das wäre schon gut. Drachenstart. Nee. Oh, schön, euch wiederzusehen. Kann ich euch etwas anbieten? Jetzt breitet die Flügel aus und zieht los. Alter, wie groß er jetzt schon ist. Junge, Junge. It's not working, guys. Dead. Ei, ei, ei. Oh, vielleicht ist es an der Zeit, den Drachen in euch zu wecken. Naja, ich sag mal so. Das gibt mir einen goldenen und das Ausgraben gibt mir einen goldenen. Gucken wir nochmal, was wir Schönes kriegen. Das hier könnte ich auch machen, ne? Nächsten Fight. Oh, egal. Boah, den brauche ich natürlich. Eieieiei. Ah, egal, das geht ja einigermaßen auf. Zack, jetzt noch einmal aktualisieren. Dann wird der hier golden. Einfrieren und Hero Power. Hero. So, dann geben wir dem nochmal hier ein Ding. Und jetzt kriege ich Max Damage rein. Von dem. Maximum Damage. Jetzt breitet die Flügel aus und zieht los. Na, immerhin nur 11. Ich meine, ich bin sowieso beim nächsten Fight down. Ah. Was habt ihr als nächstes? Eieieiei. Okay, pass auf. Elementar. Zack.
Wieso ist jetzt nur noch plus 2, plus 2? Oh. Okay. Ich verstehe. Das ist aber mies. Seht ihr, was ich sehe? Oh, das ist aber mies. Naja, egal. Pass auf. Machen wir so. Machen wir so. Schwuppdiwupp. Alles ist gut, Schleimig. Lasst die Spiele beginnen! Obwohl... Ach, nee, das ist doch alles, naja, was willst du machen, ne? Ich muss halt jetzt spielen, führt halt auch kein Weg dran vorbei. Den vielleicht. Bereit, den Himmel zu beherrschen? Jetzt bin ich raus. Schade, ey. Schon wieder so eine Fail-Runde. Na gut, ist jetzt auch die erste Runde wieder seit, weiß ich nicht, 3-4 Tagen, keine Ahnung. Ah, Fail. Ja, es war schon wieder abzusehen. Warum? Ich fand den Hero nicht so dolle. Ich hatte keine klare Richtung. Ich war erst irgendwie bei denen, dann war ich bei Schweine, Drachenschweine, dann doch Naga, dann doch das andere. Das führt halt zu nichts. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal.